eine der Schwierigkeiten, die keiner geplant und beabsichtigt hat, die wir Deutschen im Augenblick haben, liegt darin, dass die deutsche Zahlungsbilanz, genauer gesagt die deutsche Leistungsbilanz, bezogen auf unser Bruttosozialprodukt, größere Überschüsse gegenüber dem Rest der Welt erwirtschaftet als die Chinesen, die ebenfalls große Überschüsse erzielen, aber bezogen auf ihr Bruttosozialprodukt nicht mal so groß wie die Deutschen. Wenn die Deutschen Überschüsse erzielen, das heißt Forderungen gegenüber ausländischen Schulden, dann ist es selbstverständlich nach Adam Riese, dass die anderen Defizite erzielen. Das ist leider in der bisherigen öffentlichen Diskussion fast unbemerkt geblieben. Die Frage erhebt sich natürlich, was muss man tun? Ja, ich meine, da sagt die klassische deutsche Einwand ist, was ist denn nun, sollen wir schlechtere Autos und Flugzeuge bauen? Nein, wir müssen tatsächlich die Inlandsnachfrage stärken. Und das macht man? Und da haben wir in den letzten Jahren ganz sicher versäumt, die Lohnentwicklung im eigenen Lande zuzulassen, die hier dringend wünschenswert war. Es kommt ein soziales Gerechtigkeitsmoment hinzu. Die Masse der deutschen Arbeiter und der kleinen Angestellten haben im Laufe des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts kaum einen Realzuwachs ihres Einkommens erlebt. Das ist einer der Gründe für die enormen Überschüsse der deutschen Zahlungsbilanz. Andererseits sind diese Überschüsse ein Dorn im Auge fast aller anderen europäischen Regierungen und der öffentlichen Meinung.